Now, if we know that God is good, wenn wir aber erkennen, dass Gott gut ist, or let me put it this way, I mean, God is good, right? Also Gott ist gut, oder? He's abundantly good. Er ist wirklich übermaßen gut. And God, in His goodness, has released everything that we will ever need. Und Gott in seiner Güte hat wirklich alles, was wir je bedürfen werden, freigegeben. But if we don't know that, doch wenn wir dies nicht erkennen, how can we lay hold of that which He has generously given? Wie können wir denn nun das beanspruchen, was er schon freigegeben hat? So in order for us to experience what is available to us, doch damit wir erleben, was uns zur Verfügung steht, we need to know the one who is generous, the giver. Brauchen wir denjenigen zu kennen, der den Geber ist, der freizügig ist. And so our mind or our pursuit, our focus should not be on the gift. Dementsprechend soll unser Ziel bzw. unser Fokus nicht auf das Geschenk sein. We must focus on the one who is generous towards us. Sondern wir richten unser Augenmerk auf denjenigen, der gerne gegeben hat. Now, because of this principle, aufgrund dieses Prinzips, we now understand that God is a God of relationship. Verstehen wir nun, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Even His laws work for us. Sogar seine Gesetze wirken für uns, when we know the truth. Wenn wir die Wahrheit kennen. Because every law stands on the truth. Denn jedes Gesetz steht auf der Wahrheit. So it's not really to know the law. Also, es ist nicht unbedingt so, dieses Gesetz zu kennen. But it's to know the one from which the law comes from. Sondern es geht ja darum, denjenigen zu kennen, und nämlich aus dem die Gesetze entstanden sind. And so God is calling us to relate to grace and to relate to truth. Also Gott ruft uns, damit wir den Umgang mit Gnade und Wahrheit aufnehmen. And so this actually tells us, und das sagt uns, that we are related to God. Dass wir wirklich mit Gott in Verhältnis stehen. So it's a relationship. Also es geht um eine Beziehung. So we're not having the dealings with God as a foreigner, as somebody who is estranged from Him. Also wir gehen mit Gott nicht um als ein Fremder, jemand, der entfremdet ist von ihm. We are part of his family. Wir gehören zu seiner Familie. We are related to God. Wir sind mit Gott verwandt. He's not somewhere in heaven, somewhere. Ja, Gott ist nicht irgendwo weit weg im Himmel. Amen. Ja, sehr weit weg, kannst du gar nicht sehen. That's what we know in our mind, right? Ja, aber genau das, dieser Vorstellung haben wir. When we feel lonely. Denn manchmal, wenn wir uns einsam fühlen. When we feel helpless. Wenn wir uns hilflos fühlen. You know, we go out and look at the nature. Wir gehen raus und schauen uns die Natur an. And most of the time we look up. Und in vielen Fällen schauen wir nach oben. Oh, he's very far. Oh Gott, du bist sehr weit weg. What we do? Where are you, God? But God is a relational God. Doch Gott ist ein Gott der Beziehung. He's here. Gott ist hier. You know, the real you is you inside. Ja, denn dein wirkliches Du ist das Du in dir drin. And the you inside is God, actually. Und das Du in dir drin ist Gott eigentlich. But it's so difficult, it's the most difficult thing for man to connect to. Und das ist die schwierigste Sache, womit der Mensch sich verbinden tut. In order for man to believe that, that which is inside of him is God. Damit der Mensch glaubt, dass das, was in ihm ist, Gott ist. It's difficult. Das ist schwierig. But that is where the freedom is. Aber genau in dieser Schwierigkeit liegt die Freiheit. If man can succeed, if we can all succeed to detach ourselves, to separate ourselves from the things that takes our focus and take our attention. Also wenn wir uns erfolgreich von Dingen, die unsere Aufmerksamkeit, die unser Fokus nehmen, trennen können, then we can connect to that which makes us who we are. Dann können wir uns mit demjenigen verbinden in uns drin, die uns zu dem macht, wie wir sind. Which is God. Und genau das ist Gott. I want us to begin our text from where we stopped last week. Die wir lesen von letzter Woche, wo wir aufgehört am Anfang. 1. John. 1. Johannes. 1. John, let's read the scriptures that we most often read here. 1. John 5, the verse number 20. Wir lesen 1. Johannes 5, Vers
20, was es die Bibelstelle, die wir hier sehr oft lesen. 1 John 5, verse 20. 1. Johannes 5, Vers 20. And we know that the Son of God is come and have given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. You see that there is a connection between truth and life. Und man sieht hier, dass es eine Verbindung gibt zwischen Wahrheit und Leben. And this truth is connected to what the Bible refers to as Son. Und diese Wahrheit ist auch verbunden mit dem Begriff Sohn. You know, we are in the truth. Wir sind in der Wahrheit. And what is the truth? Und was ist die Wahrheit? The truth, die Wahrheit, is that Jesus Christ ist, dass Jesus Christus is the Son of God. Der Sohn Gottes ist. And the truth is that die Wahrheit ist immer noch, that Jesus is life. Dass Jesus Leben ist. Or the truth is life. Die Wahrheit Leben ist. So when we understand that the truth is life, wenn wir nun begreifen, dass die Wahrheit Leben ist. Now we all remember what Paul tells us. I just want us to make a little bit of connection here. Ich möchte, dass wir eine Verbindung herstellen. Look at the verse 18 still in this verse. Or this chapter rather. Selbes Kapitel, wir schauen uns Vers 13 an. It says, these things have I written. Let me start from the verse number 10, please. Ich fange auf Vers 10 an. It says, he that believeth on the Son of God hath a witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believed not the record that God gave of his Son. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. God has made a witness. Gott hat ein Zeugnis gegeben. Concerning his Son. Und dieses Zeugnis geht um seinen Sohn. And he who does not believe his Son. Und wer seinen Sohn nicht glaubt, makes God a liar. Macht Gott zum Lügner. Let's bring this text to our level. Also, machen wir aus diesem Text was Lebendiges, was uns angeht. God has given witness of his Son. Gott hat über seinen Sohn Zeugnis gegeben. And his Son, und sein Sohn, is a life that he has given to us. Ist das Leben, was er uns geschenkt hat. And God has witnessed that life through what we read about Jesus. Und Gott hat wirklich dieses Leben, Gott hat über seinen Sohn Zeugnis gegeben, und zwar durch das, was wir über Jesus lesen. So, this Son that God has made witness of, also dieser Sohn, von dem Gott bezeugt hat, is just a model. Ist nur so eine Art, wie sag ich mal, so eine Art Modell. Is a type. Ja, so ein Typus ist das. So you and I today, du und ich heute, we are sons of God. Wir sind Söhne Gottes. And so what is God telling us? Also was sagt uns Gott? Now if you are a son, wenn du Sohn bist, so God is saying that he has made witness of you. Dementsprechend sagt Gott, er hat Zeugnis über dich gegeben. God has made a witness that you are his son. Also okay. Gott hat bezeugt, er hat zugegeben, dass du sein Sohn bist. So, other words, anders gesagt, God is saying, spricht Gott, that you have his life. Dass du sein Leben hast. Now, this is God's witness. Also das ist Gottes Zeugnis. Okay, God has witness. Gott hat bezeugt, that you, all of us, have his life. Dass wir alle sein Leben haben. Because we are his son. Warum? Weil wir seine Söhne sind. Because if we look at that only on the aspect of Jesus, then wenn wir Gottes Zeugnis nur vom Blickwinkel Jesus schauen, we think it is only Jesus the Son. Dann neigen wir zu denken, dass nur Jesus Sohn ist. And so, if we think it's only Jesus the Son, und mit diesem Gedanken, dass nur Jesus Sohn ist, we will try to become a son. Dann versuchen wir,
ein Sohn zu sein. We will try to have the life of God. Dann versuchen wir Gottes Leben no, zu no, bekommen. No, no. God is saying that, that if you deny when you righteous, that you are a son, dass du Sohn bist, then you are denying God. Dann leugnest du Gott. Then you are telling God. Dann sagst du Gott, that God is a liar. Dass Gott ein Lügner ist. If you deny that you don't have eternal life in you, wenn du leugnest, dass du in dir kein ewiges Leben trägst, the same life that makes God God, nämlich dasselbe Leben, was Gott zum Gott macht. If you refuse that, wenn du das ablehnst, you're making God or you're telling God that God is a liar. Dann sagst du Gott, du bist ein Lügner. Because God has witnessed, denn Gott hat bezeugt, that you are His son. Nämlich, dass du sein Sohn bist. Amen. Amen. Please, this is powerful. Das ist kraftvoll. So the witness that God is witnessing, ja, dieses Zeugnis, was Gott gibt, is not only a witness on Jesus. Es ist nicht nur das Zeugnis Jesu. Jesus is the visible witness. Das sichtbare oder der sichtbare Zeuge. That reflects that you and I also possess what Jesus has. Und genau das spiegelt, dass du und ich haben genau dasselbe, was Jesus hat. A son. Ein Sohn. Simply means something that comes out of the source. Hat etwas, was aus der Quelle stammt. Something that comes out of the invisible. Etwas, was aus dem Unsichtbaren hervorgekommen. Let me say this again. Ich sag's mal noch. The son. Der Sohn. Means that. Heißt. Something. Etwas. That comes out of what is not tangible, what is not seeable, what is not touchable. Was aus dem Unergreiflichen bzw. aus dem hervorkommt, was mit den Sinnen nicht zu fassen ist. This is what a son means. Aber genau das heißt Sohn. Now, if we say Jesus, wenn wir Jesus sagen, is the Son, ist der Sohn, we means that Jesus, dann heißt es, dass Jesus is the visible expression, ist wirklich die sichtbare Darstellung of the invisible God. Von dem unsichtbaren Gott. But that is not only a reference to Jesus alone. Aber diese Aussage bezieht sich nicht nur auf Jesus allein. You also, du auch. You are an expression. Du bist auch ein Ausdruck of the invisible God, des unsichtbaren Gott. The untouchable God, dem unberührbaren Gott. Untangible God, ja, dem unergreiflichen Gott. Remember, Jesus himself said. Denn Jesus hat gesagt, he says that he that is in the bosom of the Father, nämlich er, der im Schoße des Vaters war, has come to declare him, ist gekommen, um diesen Vater zu zeigen. We come out of God. Wir stammen aus Gott. Whatever, we come out of God. Wir alle stammen aus Gott. This must be believed. Das muss geglaubt werden. Amen. Amen. Because look, the Father has no visible form. Denn der Vater hat keine sichtbare Form, keine sichtbare Gestalt. God is not touchable. Also Gott ist nicht greifbar. God is a being. Er ist ein Wesen. And so out of this being, aus diesem Wesen, he brings forth a form that embodies his life. Aus diesem Wesen hat er hervorgebracht eine Gestalt, was sein Leben trägt. And this is your life today. Und das sind wir heute. Jesus Christ as our head. Und Jesus Christus ist unser Haupt. So in order for me to be sure, doch damit ich sicher bin, that I am a son of God, dass ich ein Sohn Gottes bin, what should I do? Was muss ich tun? For me to be persuaded, damit ich überzeugt bin, I just have to look at Jesus. Ich brauche nur nach Jesus zu schauen. Ah, okay, I'm sure. Okay, fine, good. This is me, I'm fine, I'm the son of God. Ja, wenn ich das getan habe, dann bin ich sicher, dass ich Sohn Gottes bin. Because we live in a world, denn wir wohnen in einer Welt, which has put us under one sickness, die uns unter einer Krankheit gestellt hat. The soul has a problem, fundamental problem. Aber die Seele hat ein fundamentales Problem, ein grundsätzliches Problem. We came from God, right? Wir stammen ja aus Gott. Then as we enter into this realm of experience, doch als wir in diesem Bereich des Erlebnisses reinkamen, what has happened? Was ist uns passiert? Wir haben vergessen. We've forgotten. Ja, wir haben vergessen. We are deep in sleep. Ja, wir schlafen sehr tief. Every man in this world, jeder Mensch auf dieser Welt, every man that comes,
jeder Mensch, der auf Erden geboren ist, entered into the realm of deep sleep. Ist wirklich in einem Bereich des tiefen Schlafes. I'm not talking of sleep. I said deep sleep. Also ich rede nicht von bloßen Schlafen, sondern tiefen Schlaf. Which we can say, you know, other people use the word unconscious. Manche benutzen das Wort unbewusst. Why? Warum? He's a son. Der Sohn ist ein Sohn. He's God. Er ist Gott. He's God. Er ist Gott. But he has forgotten totally. Doch er hat komplett vergessen. So he's living now as another being. Also dieser vergessene oder vergessliche Sohn lebt wie ein ganz anderes Wesen. So God is trying to wake us up. Also Gott versucht uns wach zu machen. Awake. Steht auf, wach auf. Some are trying to wake up. Manche versuchen wach zu werden. But others sleep is too deep. Also manche anderen sind wirklich im Koma. In which they are experiencing fear. Und in diesem Koma erleben sie Furcht. They feel that they are not sufficient. Sie fühlen sich mangelhaft, also unzulänglich. And they are going after things in order for them to be saved from the state in which they find themselves. Und sie rennen nach Dingen, damit sie gerettet werden von dem Zu oder aus dem Zustand, worin sie sich befinden. Because if you're not satisfied, denn wenn du nicht gesättigt bist, and you go after something, und du gehst nach etwas, you think that if you get hold of that, it will save you from your insatisfaction. Der Gedanke dahinter ist, wenn die Person nach dieser Sache geht und diese Sache bekommt, der Gedanke ist, die Sache soll die Person von dieser Unsättigung bzw. von diesem Mangel retten. Okay? So everyone, everything we pursued, we are actually pursuing salvation. We want those things to save us from a state. Also alles, our soul is. Was der Mensch nachjagt, tut der Mensch dies, damit diese Sachen die Menschen Errettung bringen. Damit die Seele gerettet wird. Because the point is, if you don't have a problem, denn der Punkt ist, wenn du kein Problem hast, you won't seek for a savior, dann wirst du keinen Retter suchen. Okay? So the fact that you are in a state of fear, die Tatsache, dass du in einem Zustand der Angst bist, the state of insatisfaction, ja, den Zustand der Unzufriedenheit bist, the state of lack, der Zustand des Mangels bist. I repeat again. Das wiederhole ich. The fact that man is in a state is a state of being. Ja, also die Tatsache, dass der Mensch in einem Zustand, in dieser Zustand, ist sein Wesen. So a state of fear, ein Zustand der Furcht, a state of lack, ein Zustand des Mangels, a state of insufficiency, ein Zustand der Unzufriedenheit und abgesättigt sein. The things that are in this world, die Dinge in dieser Welt nun, now his soul out from that state, his soul will be pursuing after those things. Nämlich von diesem Zustand jagt die Seele des Menschen nach diesen Dingen. For what reason? Und wozu? Why does the soul need those things? Warum braucht die Seele diese Dinge? Because he wants to be satisfied, right? Weil die Seele gesättigt werden möchte. He wants to be delivered from fear, right? Die Seele möchte gestillt werden von der Furcht. He wants to come out of lack. Die Seele möchte aus dem Mangel auskommen. He wants to feel sufficient. Die Seele möchte gesättigt sein, zufrieden sein.